Oh mein Gott, ich sehe es schon von hinten. Sag mal, das Happy About Ja, vielen Dank, dass ihr euch auch dafür interessiert. Das freut mich total. Da klingelt auch schon mein Telefon. Für mich geht es jetzt nämlich los in die Stadt. Ich hatte eigentlich schon einen recht rasanten, stressigen Tag hinter mir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist Dienstag. Es fühlt sich allerdings an, als wäre Anfang der Woche und Montag, denn es war gestern noch Ostermontag. Das heißt, wir hatten hier Bank Holiday Weekend. Auch ihr hattet Feiertage. Und am Montag ist kein Vlog online gekommen. Ja, wir hatten krankheitsbedingt ein paar Ausfälle hier, ich sag's mal so. Jimmy ging's leider auch nicht so gut über Ostern, aber keine Panik, alles ist in Ordnung. Nur ja, jedes Mal, wenn es ihm irgendwie nicht so gut geht, bin ich immer total ängstlich, weil er schon so alt ist. Und ja, ich glaube, ich stecke das dann immer selber nicht so gut weg. Und ich wollte auf jeden Fall mich da auf ihn konzentrieren und... Ja, es ist aber alles wieder gut, zum Glück. Philipp geht es auch wieder gut, der war auch ziemlich krank. Natürlich hatte ich ja auch Sorge um ihn und habe mich dann auch letzte Woche, als ich dann aus Wien und aus Stuttgart zurückgekommen bin, um ihn gekümmert. Und ja, wir hatten dann einfach sehr, sehr gemütliche, sehr, sehr ruhige Feiertage zu Hause. Und jetzt bin ich aber wieder total im Work-Modus und ich dachte, ich zeige euch mal, was bei mir so angekommen ist, denn ein Paket hat auf mich gewartet. So, ihr Lieben, erstmal ein bisschen Platz machen. Oh, das riecht schon mal ziemlich gut. So, das Paket ist von The Body Shop. Und wie ihr vielleicht wisst, unterstütze ich The Body Shop ja bei der Forever Against Animal Testing Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Post auf Instagram zum World Pet Day gesehen habt. Passend dazu habe ich hier auch wieder Unterstützung von meinem tierischen Co-Moderator. Und ich war letztes Jahr auch schon bereits mit The Body Shop auf einem Event, wo Influencer und Content Creator aus der ganzen Welt dabei waren. Und da habe ich das Ganze eigentlich schon mal kennengelernt und selber auch unterschrieben. Und zwar bei der Petition, die eben zur Forever Against Animal Testing Kampagne oder Aktion gehört. Und ja, Ziel der ganzen Sache ist, dass man Tierversuche zu kosmetischen Zwecken global unterbindet. Momentan ist es noch so, dass auf 80%, ja, wenn man sich die Weltkarte anschaut, das können wir gleich auch nochmal machen, ja, dass es noch erlaubt ist tatsächlich. Hier in UK oder auch in Deutschland, da sieht es natürlich anders aus, aber das ist eben nicht alles. In 80% der Länder ist es leider noch erlaubt und Ziel eben dieser Unterschriftenaktion, die dann bei der UN-Generalversammlung dann abgegeben und vorgestellt wird, ist, dass man das Ganze eben unterbindet. Wir brauchen, ich gebe euch jetzt schon mal die ganzen Infos, weil ganz ehrlich, das ist das Allerwichtigste und ich möchte nicht, dass der ein oder andere dann irgendwann abschaltet, nachdem ich irgendwie euch die tollen Produkte gezeigt habe, denn das ist das wirklich, ja, der springende Punkt bei der Sache. Wir haben jetzt nämlich von den 8 Millionen Unterschriften, die wir brauchen, ich werde ganz oft auf Instagram danach auch gefragt. Ja, vielen Dank, dass ihr euch auch dafür interessiert. Das freut mich total. Wir sind jetzt bei 5 Millionen Unterschriften. Yay! Aber soll ja nicht dabei bleiben. Bis Oktober haben wir Zeit, deswegen haut rein. Ihr findet den Link unten in der Infobox, aber ja, dazu kommen wir später nochmal. Aber jetzt schaue ich mir erstmal das Paket mit euch an. Super süß. Wir haben eine Limited Edition und zwar Bunny Soaps. Das ist wahrscheinlich das, was gerade auch schon so gut riecht. Am besten schauen wir mal. Und hier haben wir auch schon die Weltkarte. Ich zeige euch die Sachen gleich nochmal ein bisschen näher. Aber jetzt schauen wir uns mal die Produkte an. Sieht aus wie eine Süßigkeit. Das ist eine Olivensoap. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Soap-Trip. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich habe gerade so ein bisschen feste Seifen für mich entdeckt, generell. Also für die Haare, für den Körper, für alles eigentlich. Ich habe momentan unter der Dusche noch eine The Body Shop Soap aus meinem Adventskalender, die aber sich jetzt wirklich dem Ende zuneigt. Und ja, da kommen die wie gerufen. Das sind diese drei Stück. Ich zeige sie euch mal, falls ich das hinbekomme. Eine Nagelfeile. Und was ist das denn? Oh, das sind Bunny-Söckchen.
liebe ja solche Sachen. Die kann ich dann in Zukunft passend zu meinen Bunny-Öhrchen anziehen von The Body Shop. Das sind, ich meine damit dieses Headband, was ich immer zum Abschminken anhabe, was ich so oft in meiner Instagram-Story zeige. Und ich glaube, das ist eins der Items, nach dem ich auch am meisten gefragt werde. Und jetzt kann ich dazu noch passend diese Söckchen kombinieren. Super, super süß. Ihr könnt übrigens dieses tolle Paket auch gewinnen und ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen näher. Hier seht ihr einmal die wunderschöne Box und ihr könnt eine identische Box auf der The Body Shop Facebook-Seite gewinnen, 4 davon an der Zahl. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach The Body Shop folgen und einen Bunny-Emoji unter den Gewinnspielpost posten. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ich glaube, dass ich als allererstes die Olivenrichtung ausprobieren werde. Macht mich irgendwie besonders an. Zum einen ist grün meine Lieblingsfarbe, aber irgendwie mag ich, glaube ich, den Geruch auch sehr, sehr gerne. Ich mag Olive in Pflegeprodukten, denn ich finde, das ist sehr feuchtigkeitsspendend und die Form ist wirklich super, super süß. Deswegen packe ich den auch noch mal kurz aus. Da ist ja auch schon der kleine Hase. Die Form ist wirklich super, super süß und er riecht einfach göttlich. Den packe ich mir gleich unter die Dusche. Und hier seht ihr nochmal die drei Hasen in ihrer vollen Pracht. Die sind auch überhaupt nicht teuer und generell finde ich es natürlich toll, dass dieses Produkt extra lanciert wurde, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Und hier haben wir noch ein bisschen Infomaterial. Wie ich eben schon erwähnte, 80% der Länder weltweit, also global, haben leider einfach noch keine gesetzliche Regelung. Und Ziel der ganzen Aktion ist es eben, durchzusetzen, dass es dann dort hoffentlich bald eine gibt und Tierversuche zu kosmetischen Zwecken einfach per se nicht mehr erlaubt sind. Hier auch sehr interessant, wer hat die Petition bereits unterzeichnet? Ich habe es ja damals mit der Yamina gemeinsam gemacht, das habt ihr vielleicht mal in einem Vlog von mir gesehen, ich verlinke den euch auch nochmal unten. Aber auch sehr, sehr viele Stars, tatsächlich zum Beispiel Kelly Osbourne. Nur für den Fall, dass ihr euch visuell nicht so gut vorstellen könnt, wie das Verhältnis von 20 zu 80 aussieht. Leider so. Also die pinken Länder sind die, die bereits Tierversuche gesetzlich verboten haben, zu kosmetischen Zwecken. Und alles, was grau ist, ist eben eine Grauzone. Und das ist gar nicht gut. Ich bin so gespannt und ich hoffe einfach unheimlich, dass wir das hinkriegen. Die Zeit vergeht nur so unheimlich schnell. Wir sind jetzt schon bei 5 Millionen, was echt super ist. Aber das Jahr ist jetzt auch schon so schnell an uns vorbeigezogen. Deswegen, ja, macht auf jeden Fall alle mit, damit wir das bis Oktober auf die 8 Millionen schaffen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, denn wir sind so eine super gute Community und es ist ein toller Zweck, eine gute Sache. Ja. Deswegen nicht nur Daumen drücken, sondern auch klicken mit dem Finger und was tatsächlich tun. Ja, an der Stelle vielen Dank. Und unsere kleinen Fellfreunde danken es uns dann nämlich auch. Ich habe jetzt erstmal für heute meine Arbeit getan. Mein Video, was ich heute geschnitten habe, rendert gerade. Ich habe ganz viele Illustrationen dafür gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht, war aber sehr, sehr aufwendig. Und ja, das werde ich jetzt abwarten. Jetzt werde ich noch so ein bisschen, glaube ich, mich mal kurz entspannen. Ich hatte keine so richtige Mittagspause heute. Und ein paar YouTube-Videos schauen und dann mal schauen, was ich mit dem Abend so anfange. Philipp ist heute im Karate. Und ich glaube, während ich mein YouTube-Video schaue, zeige ich euch mal kurz unser Osteressen. Ich habe ein bisschen mitgefilmt, allerdings, weil ich ja nicht so in der Stimmung war, wollte ich irgendwie sonst nicht so viel filmen. Und ja, ihr seht auch einmal schön mit den Armtropf. Aber ihm geht es auf jeden Fall wieder gut. Und wir haben ganz coole vegane Sachen zu Ostern gemacht. Ich verlinke euch mal die zwei Rezepte in der Infobox. Ich hatte die auf Pinterest gefunden. Und das eine war so eine Art Quiche, allerdings ohne Ei. Und auch glutenfrei, also für alle, die irgendwelche Unverträglichkeiten haben, super gut. Wir hatten einfach Lust auf super viel Gemüse, deswegen war das so bei uns ausschlaggebend. Und dann hatten wir noch ein Baked Oatmeal, so Snickers-Style. Und ja, da auf jeden Fall die Links unten und jetzt könnt ihr euch mal davon die Impression anschauen.
Alles eine Frage der Perspektive. Von hier sieht es nämlich super aus. Okay, jetzt ist es komplett aus. Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, Happy Friday. Und ich habe mich gerade angezogen und da klingelt auch schon mein Telefon. Für mich geht es jetzt nämlich los in die Stadt. Ich hatte eigentlich schon einen recht rasanten, stressigen Tag hinter mir. Ich war heute Morgen bei der Osteopathie in der Stadt, dann bin ich wieder zurück, dann hatte ich 2 Telcos. Zwischendrin musste ich was live stellen und ja, jetzt muss ich eben noch ganz dringend in die Stadt, denn ich hole eine Ausstattung ab für ein Event, was nächste Woche stattfindet. Und dafür muss ich zur Regent Street, also so richtig in den Herzen von London, da wo es richtig schön voll ist. Ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe, nicht? Und ja, ich dachte, ich nehme euch mit, weil es ist relativ sonnig und vielleicht können wir ein paar ganz schöne Impressionen einfangen. Und ja, let's do this! Ich bin jetzt fertig mit meinen ganzen Besorgungen und auf dem Weg zurück. Es war wieder mal ein bisschen anstrengend. Also das Wetter ist gerade so ein bisschen komisch. Irgendwie war es doch heute recht warm. Und es ist gerade so der zweite Tag, wo man endlich mal spürt, dass es Frühling ist. Aber diese Übergangszeit fällt mir immer so schwer, weil ich mich dann trotzdem immer noch zu warm anziehe, wie ihr sehen könnt. Und ja, dann ist das ganze Rumgerenne mit den vielen Menschen immer ein bisschen anstrengend und warm. Aber jetzt bin ich gleich zu Hause. Und dann zeige ich euch noch, was ich so mitgenommen habe. Ich dachte, ich zeige euch jetzt einmal, was ich aus der Stadt mitgebracht habe. Zum einen, bemerkenswert, ich werde oft danach gefragt, wie es denn momentan mit meinem To-Go-Cup aussieht. Ich habe ihn heute schon 2-mal mit draußen gehabt und ich glaube, diesen Matcha, der da jetzt noch drin ist, den trage ich jetzt seit... wie lange trage ich den mit mir rum? Bestimmt seit 3,5 Stunden. Und er ist immer noch ziemlich warm, fast zu warm zum Trinken. Also hält gut warm. So, jetzt aber zu den Sachen, die ich gekauft habe. Hier ist ein Outfit drin. Das ist für eine Party nächste Woche. Das werde ich gleich mal anprobieren. Ich hoffe, dass es passt. Und dann war ich noch bei Whole Foods und ich habe Folgendes gekauft. Zum einen habe ich Mochi Ice Cream gekauft. Die zeige ich euch jetzt ganz schnell. Danach muss die nämlich dringend in den Gefrierschrank. Haselnuss, Sakura Kirsche, Kokosnuss, Vanille, Zitrone, irgendwas war das. Ja, die ist super lecker. Gibt es nur bei Whole Foods, glaube ich. Und ja, die packe ich jetzt erstmal schön in den Gefrierschrank. Und dann überrasche ich Philipp heute Abend damit. Dann habe ich mir von 4Sigmatic diese Tester gekauft. Das sind einfach Einzelpackungen von den Produkten. Und ich habe mich in letzter Zeit öfter mal über ja, die Benefits von diesen verschiedenen Pilzarten und Sorten als Adaptogen informiert und ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Und ja, seid gewarnt, die Produkte sind sehr, sehr teuer und deswegen fand ich das ganz cool, dass man hier auch die einzelnen Sachets kaufen konnte. Die haben ungefähr so, lasst mich schauen, zwischen, könnt ihr es erkennen, zwischen 95 oder zwischen 71 Pi und 1,19 gekostet. Der Reishi war sogar am günstigsten, witzigerweise, wobei das eigentlich somit der teuerste Pilz ist, dachte ich zumindest von denen hier. Hier ist aber auch noch ein richtiger Coffee mit drin und die haben eigentlich auch noch eine Hot Chocolate Variante. Die hätte mich sehr interessiert, aber die war leider ausverkauft. Ja, das werde ich dann ausprobieren. Dann habe ich mir so ein Rosenwasser gekauft. Das habe ich aber ehrlich gesagt vor allem wegen der Flasche gekauft. Die ist nämlich aus Glas. Und das ist mein super Hack eigentlich, wenn ihr in einem Biomarkt oder so eine sehr schöne Glasflasche findet. Mit irgendwas drin, dann kauft ihr euch einfach, wenn ihr eh eine Glasflasche braucht. Und ich wollte die hier eventuell nutzen, um selber Nussmilch zu machen und dann eben aufzubewahren, weil die relativ groß ist. Da ist nämlich, glaube ich, wie viel ist denn hier drin?
kann es so schlecht einschätzen, aber es müsste mindestens ein halber Liter sein, wenn nicht mehr. Und dann habe ich mal wieder gebraucht Probiotics. Die Marke hatte ich schon öfter und das war auch gerade irgendwie im Sale. Auch auf die Produkte waren Sale, deswegen hat sich das echt gelohnt irgendwie. Und ja, das ist mein kleiner Whole Foods Haul. So, Philipp ist gerade nach Hause gekommen und er hatte mich schon so ein bisschen vorgewarnt, aber er hat jetzt noch seinen Fahrradhelm auf, denn er hat sich das erste Mal seit, ich glaube, über 3 Jahren die Haare abgeschnitten wieder. Er hat ja mal, oh mein Gott, ich sehe es schon von hinten. Huiuiui. Okay, also ich filme mal meine Reaktion, während du deinen Helm absetzt. Jimmy, bist du bereit? Bist du bereit dafür? Ich bin nicht bereit dafür. Du bist nicht bereit? Not bad. You like it? I kinda like it. Yep. You kind of like it. Wow. Oh. Jimmy muss fast spucken. Er hat gerade ganz viel getrunken. Jimmy, du sollst nicht immer so schnell trinken. Nee, es gefällt mir ganz gut. Es ist jetzt halt natürlich Helmhaar, also nicht gestylt und dann noch einen Helm drauf gehabt. Aber ich dachte halt, es gefällt mir gar nicht, weil ich mag halt die langen Haare sehr, sehr gerne. Und dafür, dass ich immer so dachte, das gefällt mir gar nicht, gefällt es mir doch erstaunlich gut. Jetzt habe ich auch Lust auf neue Haare. Vielleicht verpassen wir mir ja morgen einen neuen Haarschnitt. Ja, der Hairdresser, bei dem ich war, war echt gut. Auch eher so nicht teuer oder sonst zu teuer, aber schon gut decent. Aber macht er auch Frauen? Auch mit Senior, also man kann Senior auch nehmen, Senior Hairdresser. Das würde ich mir dann, glaube ich, gönnen. Ja, ich glaube, das kann ich schon machen. Jimmy, willst du auch einen neuen Haircut? Okay, ja. Ich würde sagen, das revealen wir dann vielleicht morgen mal, wenn du das mal gestylt hast. Oder willst du jetzt? Nee, wir revealen das erst morgen, damit hier noch ein bisschen ein Cliffhanger besteht. Aber doch, gefällt mir ganz gut. Jetzt will ich es erstmal anfassen. Zum Abendessen gibt es diese Buddha Bowl, die Philipp gemacht hat. Ich glaube, wir haben jetzt so einen kleinen internen Buddha Bowl Contest laufen. Die ist vegan und zwar haben wir hier Bohnen, Guacamole, dann Kürbis, diesen Buttersalat heißt der, glaube ich. Dann muss ich jetzt gestehen, diese buchweißen Kartoffelpatties hatte ich gemacht, als wir Spaghetti letztens hatten oder Nudeln. Und davon ist auch noch die selbstgemachte Tomatensauce. Aber das mussten wir jetzt eben aufbrauchen. Und ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Also großes Kompliment, Philipp. Bin echt mal gespannt, wie es schmeckt und es ist, glaube ich, eine riesige Portion. Ja, und damit verabschiede ich mich auch für heute. So, ich probiere jetzt das erste Mal diesen Mushroom-Coffee. Und dafür brauche ich 200 Milliliter warmes Wasser oder heißes Wasser. Und ich werde es dann einmal pur probieren, aber dann werde ich mir noch ein bisschen Cashew-Milk warm machen. Ja, und jetzt bin ich echt mal sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt und ja, ob ich irgendwelche Benefits davon bemerke. Falls ihr es übrigens brodeln hört, ich koche gerade schon eine Suppe vor für heute Mittag. Und zwar eine Lauch-, Grünkern- und Kartoffelsuppe. Es riecht wirklich sehr gut nach Kaffee, hatte auch sofort eine richtige Creme. Ich habe nur dann noch ein bisschen was nachgekippt, weil noch ein bisschen was von dem Pulver im Päckchen war und deswegen habe ich die Creme leider ein bisschen zerstört. Ja, und jetzt mache ich mal den Test. Schmeckt nicht schlecht, wie ein sehr starker Kaffee eigentlich. Ich werde es mal Philipp zum Probieren geben. Willst du mal den Kaffee probieren? Den Mushroom-Coffee. Klar. Darf ich deine Reaktion filmen? Es
super stark, oder? Habe ich auch gesagt. Ja, das ist mit Arabica-Bohnen. Und ich finde schon, dass es einfach nach einem starken... Ziemlich stark und... Kaffee schmeckt. Bitter, ja. Also. Findest du es bitter? Echt? Ich muss nochmal einen Sip nehmen. Ich hatte nur einen ganz kleinen, glaube ich. Es schmeckt auf jeden Fall... pilzig. Findest du? Ja, bitter, definitiv. Bitter im Abgang vor allem. Aber ich würde jetzt mal noch ein bisschen Milch reinmachen und gucken, wie das Ganze dann so schmeckt. Aber schlimm finde ich es jetzt nicht. Nee, schlimm nicht. So, in meine Cashew-Milk habe ich jetzt noch ein bisschen stark entöltes Kakaopulver gegeben. So. Ich kann es mit links noch leider nicht so gut. Das sieht gut aus. Probiere ich jetzt nochmal hoch. Okay, der Schaum sitzt ziemlich oben auf dem Kaffee. Deswegen schmecke ich gerade nur leckeren Schaum. Leckere Cashew-Milk mit leckerem Kakao. So schmeckt das ja gut. Ich bin mal gespannt, das soll gut für Energie sein. Also auch für unsere Sporteinheit, die wir gleich noch geplant haben. Immer gespannt. So, und das ist die fertige Suppe. Grünkernlauch, Kartoffel, Gemüsebrühe und ein bisschen Nutritional Yeast. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Wir waren im Fitnessstudio und hatten eigentlich allgemein einen sehr, sehr ruhigen Tag. Und wir schauen jetzt endlich Isle of Dogs an. In dem schönen Kino hier, Screen on the Green. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist es eines der ältesten Kinos in London, die noch erhalten sind. Und das ist wirklich, ja, ich werde es bestimmt nachher noch kurz abfilmen. Es sieht so richtig schön retromäßig aus. Und davor gehen wir noch was essen. Und ich denke, nach einer kleinen Montage endet dann auch heute der Vlog. Aber ich will mich jetzt noch nicht ganz verabschieden, denn ihr seht jetzt wahrscheinlich noch ein paar Bilder vom Essen und Co. und vom Kino. Aber dann sehen wir uns ansonsten nächste Woche wieder. Auszuwählen und für Jimmy einzupacken. Als kleiner Leckerli-Snack für später. Your love is like music. You went and changed the game. We're breaking all the rules. Our side signs don't matter. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich dachte, ich sag doch noch ganz, ganz kurz was zum Film. Er war auf jeden Fall richtig, richtig gut und falls ihr noch die Chance habt, ihn zu sehen, macht's auf jeden Fall Isle of Dogs von Wes Anderson. Total gut. Und jetzt kriegt Jimmy noch seine Pizza Crust. Denn eigentlich hatte ich mir eh so vorgenommen, dass ich ihn euch nochmal zeige. Denn irgendwann am Anfang des Vlogs, das war zwar eigentlich schon letzte Woche, aber da hat man ja einmal gesehen, dass es ihm nicht so gut ging. Und ich dachte, bestimmt ist der ein oder andere von euch besorgt,
wenn ihr ihn nicht seht, richtig in diesem Vlog nochmal. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch jetzt nochmal, wie gut es ihm wirklich geht. Sitz, mach Sitz, bleib. Okay, ihr seht, Quick Fidel. Und damit verabschiede ich mich auch für heute.